Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nick Gehringer und wir sprechen jetzt darüber, wie du eine eiserne Disziplin aufbaust. Ich werde dir 3 Tipps verraten, das heißt, bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn du wirst diese Disziplin nur erreichen, wenn du alle 3 Dinge gleichzeitig miteinander umsetzt. Warum solltest du überhaupt diszipliniert sein? Naja, darum, weil das deine Willensstärke, deine Willenspower ist, die dafür sorgt, dass du Dinge fertig kriegst, dass du Dinge zu Ende bringst und dass du Dinge bis zu dem Punkt ziehst, dass du wirklich große Erfolge hast. Denn nur dann kannst du wirklich auch die Früchte ernten, die du dir verdient hast. Hörst du mittendrin auf, hörst du am Anfang auf, egal wo, wirst du niemals die Früchte ernten, die du tatsächlich verdient hast und du wirst immer wieder nur fehlschlagen. Das heißt, Disziplin ist entscheidend. Ganz egal, ob du diese in einer Beziehung brauchst, im Sport oder beispielsweise auch in deinem Geschäft. So, den allerersten und wichtigsten Punkt ist folgender, und zwar arbeite in Intervallen. Also ich habe alle möglichen Arbeitsformen durch, von 18 Stunden Harakiri-Modus bis 8 Stunden einfach durcharbeiten, bis hin zu in 1,5 Stunden Intervallen arbeiten, in 2 Stunden Intervallen arbeiten, 4 Stunden Intervallen arbeiten. Ganz egal, was es ist. Das, was am besten funktioniert, ist wirklich, dass du dich hinsetzt und anfängst in 1,5 bis 3 Stunden in Intervallen zu arbeiten. Das heißt, es kommt ganz darauf an, bis wann du in den Flow-Zustand kommst. Das heißt, wenn du jemand bist, der relativ zügig sich konzentrieren kann und schnell fokussiert ist, dann reicht es vollkommen aus, wenn du 1,5 Stunden im Flow-Zustand arbeitest, dann eine 5 bis 15 Minuten Pause machst, dich belohnst, kurz freust, refreshed, vielleicht was trinkst, was isst, vielleicht kurz ein YouTube-Video guckst oder einfach nur in ein Buch reinguckst oder dich einfach nur hinsetzt und meditierst, egal was es ist, und danach die nächsten 1,5 Stunden durchprügelst und dann wieder weitermachst. Wenn du jemand bist, der 30 bis 60 Minuten braucht, um überhaupt in den Flow-Zustand so richtig zu kommen, dann solltest du in 3 Stunden Intervallen arbeiten. Das heißt, du brauchst 1/2 Stunde bis Stunde, um wirklich in den Zustand zu kommen, in den Flow-Zustand, und dann haust du halt einfach nochmal 2 bis 2,5 Stunden hinterher, damit du 3 Stunden voll hast und arbeitest wirklich konsequent durch. Plan tomorrow today. Das heißt also, schaff Ordnung und plane deinen Tag schon heute. Das heißt, deinen nächsten Tag heute am besten schon planen. Das heißt, dass du klare Ordnung hast. Das heißt, setze dir Prioritäten, welche Aufgaben müssen erledigt werden, sodass du die in diese Intervalle unterteilen kannst. Wenn du natürlich einen längeren Intervall von 3 Stunden hast, dann kannst du beispielsweise jeweils 1 Stunde an einer Aufgabe arbeiten oder halt in 2 Aufgaben aufteilen. Vielleicht ist auch eine Aufgabe, die länger braucht, dann natürlich länger. Das heißt, dass der Fokus wirklich nur auf einer Sache liegt. Wenn du nämlich anfängst, ins Schwingen zu kommen, das heißt ins Hin und Her, in Harakiri-Modus, ich mach mal hier was, ich mach mal da was, ich telefoniere mal nebenbei und sonst was, dann wirst du keine Disziplin aufbauen, die genug Willenskraft aufbaut, dass du wirklich durchziehen kannst. Schau, dass du dir wirklich diese Intervalle für Aufgaben frei hältst und setzt. Das macht deinen Kopf auch frei. Mach deinen Schreibtisch frei von allem, was dich ablenken könnte. Schalt alles aus, was dich ablenken könnte. Setz dich auf deinen Arsch und arbeite einfach durch. Gönn dir danach deine wohlverdiente Pause und danach arbeitest du weiter durch. Der zweite Schritt, den hatten wir gerade schon angesprochen, das ist der Flow-Zustand. Der Flow-Zustand ist im Prinzip der, in dem du in deinem Kopf in einem Tunnel kommst und nur noch eine und dieselbe Sache siehst. Du hast vielleicht binaurale Beats da. Mir helfen binaurale Beats extrem, um in den Flow-Zustand zu kommen. Dazu kannst du bei YouTube einfach Super Intelligence Music beispielsweise eingeben und danach kommen ein Haufen Sachen oder binaurale Beats, wie auch immer, Kopfhörer drauf. Im besten Fall welche mit Noise Cancelling, das heißt, dass du nicht hörst, was außenrum passiert. Handy machst du aus und dann setzt du dich an deinen PC und arbeitest die Aufgabe durch, sodass du wirklich in diesen Flow-Zustand kommen kannst, weil du wirst mehr schaffen und gleichzeitig macht dich dieser Flow-Zustand auch glücklich. Er macht dich süchtig einfach auch, weil du mehr schaffst in kürzerer Zeit und dabei dich besser fühlst, statt dich einfach wirklich durchzuschleppen oder durchzutragen. Und deshalb sind diese Intervalle auch wichtig und dass du Ordnung hast, damit du in diesen Flow-Zustand kommen kannst, weil nur dann schaffst du auch doppelt so viel wie ein Mensch, der niemals in den Flow-Zustand kommt oder der im Harakiri-Modus arbeitet, der 1/4 Stunde am PC ist, dann wieder 1/4 Stunde telefoniert, danach kurz zu einem Meeting fährt, kurz noch einen Kaffee holt, dann wieder 30 Minuten am MacBook sitzt und dann wieder telefoniert und dann hat er wieder das nächste Meeting. Du fühlst dich danach auch nicht gut am Ende des Tages und vor allem nicht, weil du einfach einen Haufen Sachen angefangen hast und nichts zu Ende gebracht hast. Und der dritte Punkt, der dir hilft, eiserne Disziplin aufzubauen, ist dein Warum zu kennen. Das heißt, konkret zu wissen, warum machst du das Ganze überhaupt, okay? Machst du das für deine Eltern, machst du es für dich selber, für deine Kinder, für deine Familie, für deine Zukunft? Willst du einfach nur reicher werden, mehr Freiheit haben, möchtest du irgendwo hinreisen? Kenne dein Warum, kenne den Grund, warum du das Ganze machst. Der wird dich nämlich durchtragen. Du kannst dich immer wieder daran erinnern und immer wieder darüber freuen, dass du gerade dem Grund näher kommst, dadurch, dass du das Ganze machst. Vor allem, wenn du halt einfach keinen Grund hast, etwas zu machen, wenn du keinen Sinn hinter etwas siehst, dann wirst du niemals in den Flow-Zustand kommen und auch keine Disziplin dafür entwickeln. Relativ einfach. Das heißt,
Kenne dein Warum, kenne den Grund, warum du gerade an dem arbeitest, an dem du arbeitest, damit du auch dein Körper und dein Geist sich voll darauf fokussieren kann und darauf gepolt ist, das jetzt zu Ende zu bringen, damit du deinem Ziel näher kommst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass dem Ganzen einen Daumen nach oben da. Teil doch gleich mal deine besten Tricks und Hacks für mehr Disziplin in den Kommentaren unten, würde mich interessieren. Und teil das Video mit jemandem, der total faul ist und es nicht hinkriegt, in den Flow-Zustand zu kommen. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann findest du unten den Link zur Performance Mastery, denn die Performance Mastery ist ein Kurs von Erik Steigner und mir, in dem wir über 20 Stunden Inhalt liefern. Zum Thema Performance. Das heißt also, wie du vor allem im Geschäft richtig performst, wie du alles strukturierst, wie du zu denken hast, wie du Supplements nutzen kannst und andere Hilfsmittel, um einfach noch mehr rauszuholen. Ja, das ist ein Kurs, der kostet 67 Euro, lohnt sich absolut. Wir haben da noch Profi-Interviews mit dabei von Leuten, die Führungskräfte von Daimler und so weiter coachen und schulen und ihnen dabei helfen, nicht nur bessere Menschen zu sein, bessere Führungskräfte, sondern auch produktiver und glücklicher dabei zu sein und wie das auch mit Erfolg im Business zusammenhängt. Das erfährst du alles in der Performance Mastery. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und an der Stelle freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, denn wir sehen uns dann im nächsten Video. Das war's von mir, der Nick. Bis dann. Ciao.